Hilleris Bank, die Zwillinge des sind auf der Welt. Bei Good Morning America überraschte Hilleris Bank, 48, Anfang Oktober 2022 alle mit ihrer Zwillingsschwangerschaft. Jetzt sind die Babys der Oscar-Preisträgerin auf der Welt. Die frohe Botschaft verkündet die Schauspielerin auf Instagram. Hilleris Bank und ihr Ehemann, der Unternehmer Philipp Schneider, befinden sich im absoluten Babyglück. Fans und Freundinnen freuen sich mit den frisch gebackenen Eltern und gratulieren ihnen zahlreich zur Geburt. Auf Instagram verkündet sie auch direkt die Geschlechter ihrer Sprösslinge. Sie ist glückliche Mutter von einem Jungen sowie einem Mädchen und schreibt dazu, es war nicht leicht. Aber Junge und Mädchen, war es das wert. Derzeit scheint die Familie absolut im siebten Himmel zu schweben und daran lässt sie ihre FollowerInnen gerne teilhaben. Seit der Babyüberraschung im Oktober brachte Swank ihre 1,3 Millionen Instagram-FollowerInnen regelmäßig mit Bildern ihres immer größer werdenden Babybauchs zum Staunen. Zum Weihnachtsfest zeigte sich der Million-Dollar-Baby-Star in einem entzückenden rot-weiß gestreiften Pyjama. Auf dem roten Teppich der Golden Globes im Januar umschmeichelte eine wunderschöne tannengrüne Robe Hilarys Babybauch. Und vor wenigen Wochen witzelte sie mit einem Schnappschuss aus der Küche über ihre Kugel, Ofen heizt vor, Teig geht auf. Ebenfalls vergangenen Oktober verriet Hilleris Bank in der Sedrobarümore-Show den errechneten Geburtstermin ihrer Zwillinge. Stichtag sei der 16. April. Für den Star aus P. Es ich liebe dich ein ganz besonderer Tag. Denn es ist zugleich das Geburtsdatum ihres Vaters Steffen Michael Zwank, der im Oktober 2021 verstorben ist. Du hast gerade bekannt gegeben, dass dein Vater vor einem Jahr gestorben ist. Und jetzt passiert dieses Wunder. Leitete Moderatorin Drobarümore, 47, ein. Sichtlich emotional nickte Hilary und erklärte, ja. Und sie sollen an seinem Geburtstag kommen. Anführungszeichen. Seit August 2018 ist Zwank mit Philipp Schneider verheiratet. Es ist der erste Nachwuchs für das Paar. Zuvor war die Schauspielerin bereits einmal verlobt, mit dem ehemaligen Tennisprofi Ruben Torres. Nach nur 3 Monaten löste sie jedoch die Verbindung. Verwendete Quellen: twitter.com, kellyandrian.com, instagram.com.